Auberginen sind wahre Verwandlungskünstler und mit Tomaten immer wieder ein beliebtes Duo. Hier werden die blau-violetten Früchte in Scheiben geschnitten, im Ofen vorgebacken und mit einem Topping aus Tomaten, Paprika und Käse serviert. Erster den Backofen auf 225 Grad vorheizen. Die Aubergine waschen, putzen und längs in vier dicke Scheiben schneiden. Auf ein Backblech oder in eine breite Auflaufform legen und dünn mit etwas Olivenöl einpinseln. Die Scheiben im Backofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, 10 bis garen, dabei einmal wenden. Erstens inzwischen die Zwiebel schälen und fein würfeln. Die Paprikaschoten halbieren, die weißen Trennwände und die Kerne entfernen, die Hälften waschen und ebenfalls fein würfeln. Drittens restliches Öl in einer breiten Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin anbraten. Paprika dazugeben, dann die stückigen Tomaten unter das Gemüse rühren. Mit Salz und Pfeffer sowie Oregano würzen und offen bei großer Hitze, unterrühren ca. 5 kochen, dabei leicht einkochen. Viertens die Auberginen aus dem Ofen nehmen, salzen und pfeffern. Den Backofen auf die höchste Stufe schalten. Das Paprikagemüse abschmecken und auf den Auberginenscheiben verteilen. Den Mozzarella abtropfen lassen, in Scheiben schneiden und darauf legen. Die Auberginenschnitzel im Ofen, Klammer auf oben, Klammer zu, 3 bis überbacken, bis der Käse geschmolzen ist. Fasten Your Food nach 20 Min, steht alles auf dem Tisch, wenn der Ofen kalt bleibt. Man kann die Auberginen nämlich auch in einer breiten Pfanne garen, das geht schneller, man braucht aber deutlich mehr Öl. Auberginen saugen Fett auf wie ein Schwamm. Das Gericht wird bei dieser Garmethode also deutlich üppiger. Auch das Überbacken können Sie in der Pfanne erledigen, einfach einen passenden Deckel auflegen.